Tschüss, Herr Berger, war schön, aber jetzt muss ich gehen. Weiter geht's. Und dann geht's jetzt lang. Oh, wunderschön.
So, jetzt geht's wieder in die Pampa. Das ist aber nicht so schlimm wie gestern. Die Fahrt gestern war ziemlich rutschig und glitschig. Der geht noch eigentlich. Okay, jetzt wird es wieder rutschig und glitschig und schleimig. Deswegen aufpassen. Rechts. Keine Ahnung. Sieht nicht so aus. Okay, auch mal find hier. Vielleicht taucht da ein Zeichen auf. Also ich glaube, es geht nach rechts. Ja. Ich glaube, ich muss da ein paar Fotos machen. Also nach rechts. Gut, dann gehen wir nach rechts.
gefahren. Dies ist Schwarzwald. Wieder links in die Pampa. Und zwar den Berg hoch. Ist ja wie bei Jurassic Park. Alter Schwede, ist das Rhabarber? Keine Ahnung.
Juppie, wir sind oben angekommen. Zu früh gefreut. Es geht weiter in die Pampa. Und ich dachte, wir waren schon oben. So ein Mist aber auch. Worauf habe ich mich da eingelassen? Ist nicht ganz ohne das Ganze. Es scheinen schon Leute hier vorbeizulaufen, weil es sind Fußspuren da. Jetzt höchste Zeit, dass man irgendwo ankommt. Ich muss was trinken. Ich setze meinen Rucksack hier nicht in den Matsch ab. Sonst ist alles dreckig. Ich mache jetzt mal Schluss. Juppie! Wir sind oben angekommen, oder? Bitte, bitte, bitte. Naja, fast. Zumindest geht es hier nichts weiter. Auf einem normalen Weg. Ja, Gott sei Dank. Runter mit euch Viechern. Gut, dabei belassen wir es erstmal. Speichersparen.
Nur eine Hütte. Ob es da wohl kalten Cola gibt? Also wenn es schon keine offene Bar ist, dann wäre ein Automat nicht so schlecht. Solche Plätze sind immer gut. Auch zum Übernachten. Näher an dieser Grillstelle. Also die Hütte war nichts. Man darf hier nicht übernachten. Benutzung nur bis 22 Uhr. Schade. Was, schon wieder in die Pampa oder wie? Ach nö. Ach nö. Auf dem Weg ist so schön. Oh Mann. Ich will nicht. Ja, aber wie soll ich da durchkommen? Moment, das muss ich mal checken. Also laut der Navigation geht es weiter geradeaus. Vielleicht haben die Muscheln nur falsch rum aufgeklebt. Mei, ist das schön. Thank you.
Okay, folgende Situation. Ich habe jetzt eben ein Hotelzimmer in Alpirsbach gebucht. Kostet mehr, als ich eigentlich dachte. Und mein Budget ist jetzt richtig übelst ramponiert. Auf dem Zettel von der Herberge stand 30, aktuell ist 40 wahrscheinlich, Covid-19-Zulage. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Also noch traue ich mich nicht, im Wald zu schlafen. Heute Nacht war schon extrem. Die haben irgendwann mal Licht komplett ausgemacht. Es war dunkel. Es ist kein Auto durchs Ort gefahren. Gar nichts. Ich habe nur einmal eine Katze nachts gehört. Und ich habe wirklich sehr lange gebraucht, bis ich eingepennt bin. Ja? Und ich hatte echt krasse Träume. Aber dann habe ich überlegt, wo soll ich hin? Losburg wäre zu kurz, weil nur, wie viel sind es hier? 16 Kilometer, glaube ich. 12. Na, wie auch immer. Ich muss jetzt weiter nach Alpirsbach. Und ja, müsste so gegen 3, 4 ankommen. Aber dann habe ich Übernachtung mit Frühstück für 40 Euro. Damit. Ich muss damit aufhören, teure Dinge zu buchen. Aber jetzt erstmal bleibt mir nichts anderes übrig. Weil es gibt hier auf dem Weg keine Pilgerherbergen bis jetzt. Ich hoffe, dass sich das ändert. Oder dass ich andere Pilger begegne, mit denen ich zusammen irgendwie draußen nächtigen kann. Und zum alleine Nächtigen brauche ich noch ein paar Tage. Bis ich mich hier an den Weg gewöhnt habe. Sieht nice aus. Alpirsbach, Alpirsbach, auf nach Alpirsbach. A Bächle, a Bächle, a Alpirsbächle. Jetzt muss ich mal kurz Pause machen. So, hier bin ich nun auf dem Kinzigtaler Jakobsweg von Losburg nach Straßburg. Nächste Station Alpirsbach. Bitte alle aussteigen. Türen schließen selbst. Tätig.
Boah, alter Schwede. Wow, das ist nice, very nice. Es wird Zeit für ein kleines Päuschen. Ich muss nicht übertreiben und nicht rennen, weil ich habe jetzt noch 6 Kilometer ungefähr und sonst komme ich zu früh an. Okay, ich darf nicht zu lange hier bleiben und sonst geht mir das Wasser aus, aber ein bisschen chillen geht schon. Vielleicht tue ich meine Füße ins Wasser stecken. Mal schauen. Das Wasser ist eisig kalt. Hallo. Nein, das wollte ich nicht mehr sagen. Wie auch immer, wir haben ein Problem. Also eigentlich favorisiere ich die Nordroute über Kehl nach Straßburg. Es spricht aber einiges dagegen.
Das spricht allgemein vieles gegen die Route durch den Schwarzwald. Und zwar, ich habe hier in einem Buch von 2013 Preise, die schon lange nicht mehr stimmen. Ja, aber das war auch nicht anders zu erwarten. Aber dass Preise, die mit 20 Euro angegeben sind und jetzt 40 sind, das ist schon. Ja, aber das Ding mit der Nordroute ist, die ist auch noch ziemlich gebirgiger und wilder. Und ich habe heftigere Etappen. Und die südliche Route Richtung Freiburg, die wäre nämlich nicht so schlimm. Also morgen hätte ich zwar eine Hardcore-Etappe, dann übermorgen aber ganz locker, easy, eine Ebene. Ne, nicht ganz. Also sagt man, Dienstag geht es erstmal auf 500 Meter rauf und dann wieder ein bisschen runter. Mittwoch geht es auf 700 Meter rauf und dann wieder runter. Und ab Donnerstag nur noch flach. Das Problem allerdings ist, dass die Herbergen dort auch nicht billiger sind. Allerdings wird es leichter dort mit Zelt, weil nämlich das Gelände und die Struktur des Geländes lassen es viel eher zu, dass man irgendwo ein Zelt aufstellt, während in so diesen steilen, bergigen Hanglagegebieten es mit dem Zelt ziemlich schwierig ist. Und da, wo es leicht ist, ist halt nicht so optimal, weil Zivilisation. Also bis Wolfach komme ich auf jeden Fall ganz easy. Und dann muss ich mich entscheiden, welche der beiden Routen ich nehme. Die Nordroute nehme ich nur, wenn ich noch Antwort auf eine E-Mail erhalte bezüglich der Buchung eines Zimmers. Das wäre dann nämlich 16,50, während der Preis noch stimmt. Ansonsten muss ich noch überlegen. Aber ich würde dann schon die südliche Route favorisieren, weil die im Großen und Ganzen mehr Vorteile bietet. Aber es wären halt 75 Kilometer zu bewältigen, das schaffe ich in 2 Tagen nicht. Schwierig. Es sei denn, ich kann mit dem Bus oder mit dem Zug irgendwo zum Schlafen in irgendeinen Ort. Aber da muss ich aber weiter wegfahren, weil die Orte sind alle teuer. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Entscheidung treffen. Ich muss. Schöne Aussichten. Also das ist Alpirsbach, ganz nice, aber tja. Was machen wir draus?